im RaceBets Podcast. Mit der Nummer 90 und Frauke Delius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt nichts, was es in diesem Galopprennsport nicht gibt. Wildschweine haben das Geläuf in Halle verwüstet, sodass der Renntag abgesagt werden musste am heutigen Freitagmorgen. Deshalb haben wir in unserer Battle, wer wird der RaceBets Podcast Champion, ausnahmsweise auch nur 4 Rennen, denn wir hatten natürlich auch Halle im Visier und haben das Ganze am gestrigen Donnerstagabend aufgezeichnet. Aber wir haben trotzdem tolle Themen für euch, denn ich befinde mich gerade in Mecklenburg-Vorpommern, ein kleiner Urlaub, wenn man das so nennen kann. Und natürlich habe ich mir mal Bad Doberan angeschaut, die Situation vor Ort. Und wenn man schon mal hier ist, wen muss man dann natürlich besuchen? Natürlich Volker Schleusner. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Wir laden euch natürlich auch in dieser Woche wieder ein zu unserer Schnitzeljagd. Auf der Webseite www.racebets.de im Blog oder im Newsletter findet ihr die Fragen und die Antworten, die gibt es, wenn ihr den Podcast genau euch anhört. Wir setzen auch fort unsere Battle, wer wird der RaceBets Podcast Champion? Saskia Wodell ist nach der 4. Runde ausgeschieden, aber immerhin, so gut war bisher noch niemand. Wir haben einen neuen Herausforderer und auch der kommt aus Iffezheim. Hallo, mein Name ist Sven Jakob. Ich bin 37 Jahre alt und komme aus Iffezheim. Ich gehe seit ca. 30 Jahren auf deutsche Rennbahnen. Dazu gekommen bin ich durch meinen Vater, der mich schon als kleines Kind mit auf die Rennbahn genommen hat. Und da heißt es immer, es gibt keinen Wetternachwuchs. Bei uns ist er doch. Unsere Experten sind wie gehabt David Connolly-Smith, Christian Jungfleisch und Ronald Köhler. Galopprennpferde sind eben doch ein bisschen höher gezüchtet. Das ist genau, als wenn ich einen Trabi fahre. Das ist eben für mich der Porsche. Ich habe ja auch viel geritten und ich habe meist Vollblüter geritten. Und da merkt man erst, die doch ganz anders sind vom Reiten her und auch so von dem ganzen Wesen her. Ist ein Vollblüter für mich eben doch das Nonplusultra. Weil die, also wenn man den zum Freund hat, also was Besseres gibt es gar nicht dabei. Überhaupt bei den Pferden so, ne? Also für mich. Noch hinter Bad Doberan, südöstlich von Rostock, da ist Volker Schleusner zu Hause mit mehr als 1000 Kühen und Pferden, deren Zahl er gar nicht genau benennen kann. Er ist Züchter und Besitzer und seit 2013 sieht man seine rot-grün-gelben Farben auf den deutschen Rennbahnen. Das Porträt im RaceBets Podcast. Ja, wir sind zu Gast bei Volker Schleusner in Marlow. Aber das ist nicht direkt Marlow hier, oder? Das ist Dänschenburg, Ortsteil, ne? Ortsteil Dänschenburg. Aber wir gehören zu Marlow, zur Gemeinde Marlow gehören wir mit zu. Wir sind hier gerade in eine fast nigelnagelneue Reithalle reingekommen. Sind hier auch deine Rennpferde untergebracht oder sind hier nur die Pensionspferde? Pensionspferde nur, ne? Also ab und zu haben wir mal einen, der ist gerade kastriert hier, das ist ein Maxius. Der steht hier gerade noch drin, aber ansonsten sind hier, guck, da ist mein Jockey. Und ansonsten sind hier nur Pensionspferde, alles. Trotzdem steht auf dieser großen Halle gut sichtbar auch schon von Weitem der Schriftzug Rennstall Schleusner. Das liegt daran, dass es außer dieser Halle und dem Wohnhaus keine weiteren Gebäude gibt, sondern nur Weiden und Koppeln mit weißen Kühen und Pferden, soweit das Auge reicht. Wir sind mit dem RaceBets Podcast weit gereist in den hohen Norden, noch hinter Bad Doberan, südöstlich von Rostock gelegen. Hier ist die Heimat des Züchters und Besitzers Volker Schleusner und seiner Tochter, der Trainerin Anna Schleusner Frurieb. Seit 2015 werden hier Vollblutpferde gezüchtet und trainiert. Ein wahres Pferdeparadies, möchte man meinen. Jedenfalls hätte die Tierschutzbeauftragte des Dachverbandes Dr. Monika Fenner hier ihre helle Freude. Na, die Rennpferde stehen ja nur draußen. Also bei uns ist es ja eben günstiger, weil die brauchen nicht weiter gefüttert werden. Die brauchen die ja nur reiten. Das nicht so wie bei den anderen Stellen. Die müssen ja ausmisten und alles noch. Und das haben wir ja nicht. Unsere stehen nur draußen, sodass sie da nicht anbauen, nicht ausgemistet werden, brauchen nicht gefüttert werden. Da liegt Heu und füttern tue ich morgens und abends. Also muss die Tierschutzbeauftragte bei dir nicht gucken, wie das mit der Außenhaltung ist? Nein, also bei uns haben die Pferde das frei noch. Die können ungefähr 500 Meter und ungefähr 50 Meter breit, stehen immer zwei Pferde zusammen, können wir ja auch nochmal gucken da. Und die sind immer Sommer wie Winter, immer draußen. Das ist ganz, ja, mach's gut, Ronny. Ne? Das ist ganz selten, dass mal einer drin ist hier. Du hast den Platz hier. Wie groß ist
dein ganzes Areal? Also wir haben schon gehört, erstmal waren auch die Kühe da und das sind ein paar mehr als Pferde. Wie viel genau? Ja, Kühe, so ja, genau, da hat jeder. Wir haben ja drei Betriebe, da hat meine Frau, Anna und ich bin ja nur dabei raus. Ich habe Anna alles herzugeben, sodass wir jetzt noch zwei Betriebe, sonst hatten wir drei Betriebe, sonst hatten wir 1000 Mutterkühe und ungefähr 1500 Hektar Grünland dazu. 1500 Hektar, das muss man erstmal sacken lassen. Also es sind vor so nordrhein-westfälische Verhältnisse, wo ich das kenne, ist das schon verdammt viel. Also da ist man mit 100 Hektar, glaube ich, schon groß. Ne? Hier dann das 15-fache. Ja, aber 100 Hektar ist ja die eine Koppel, denn, wo die Kühe laufen. Also das ist ja für uns nicht groß. Also andere Verhältnisse. Du bist eigentlich also Landwirt von Beruf und die Kühe waren zuerst da. Ja, eine Pferde hatte ich ja immer von klein auf an. Also ich habe ja erst laufen gelernt, bevor, also da saß ich erst auf dem Pferd und dann habe ich erst laufen gelernt, weil mein Opa, der hatte schon immer einen Landwirtschaftsbetrieb, aber dann wurde ja 63, wurde ja alles enteignet und dadurch war ich dann auf die Werft nach Warnemünde gegangen. Also war ich Werftarbeiter, kann man sagen. Ne? Und dann, wo die Wende kam, da habe ich das alles wieder zurückgenommen von meinem Opa und von da an sind wir angefangen. Aber Pferde hatte ich immer auch zur DDR-Zeit. Aber die Rennpferde kamen erst später, also das waren erstmal Reitpferde. Ja, na, Rennpferde durfte man ja nicht halten zur DDR-Zeit, das war ja alles Sozialismus und im Sozialismus, da gab es ja nichts Privates. Also durfte man privat bei uns im Sozialismus keine Rennpferde halten. Aber das Fabel für die Rennpferde war auch schon vorher da? Ja, na, wir haben ja immer gehandelt schon, da, hauptsächlich mit Traben, die haben wir uns von Berlin Dings Karlshorst geholt da und die haben wir dann weiter veräußert, die da nicht mehr so gut zum Rennen waren und dadurch hatten wir schon immer mit Pferden zu tun, also mit Vollblütern schon immer zu tun. Also von Kindheit an mit Pferden groß geworden, das Geld aber mehr mit den Kühen verdient wahrscheinlich, oder? Ja, na, Geld hat man ja nachher später verdient, weil man vorher ja nichts haben durfte und wo die Wende kam, dann haben wir uns dann privat gemacht und die LPG hat pleite gemacht und dadurch habe ich dann mehrere Betriebe hier aufgekauft und ja, da haben wir den Kühen dann das Geld erstmal gemacht. Ne? So, wir haben ja sowas wie den Tuff-Times-Test, wo man sich ein bisschen vorstellen soll. Deinen Namen, klar, wissen wir, Volker Franz Schleusner, glaube ich. Na, ganz richtig heiße ich Volker Franz Erwin Schleusner. Also drei Namen waren dabei. Bei dieser Taufe, da waren ja immer mehrere anwesend und dann hat man eben von den Tanten und Onkels die Namen dann bekommen. Geburtstag und Geburtsort? Na, Geburtsort ist Sahnitz und das Datum ist, weiß ich gar nicht mehr, habe ich schon Alzheimer, glaube ich. Will er nicht so genau wissen, aber die Tochter hat es schon übernommen. Also hast du schon einen Rentenbescheid gekriegt? Rentenbescheid weiß ich gar nicht. Gibt es sowas überhaupt? Also auch die Reitpferde haben hier alle? Ja, Auslauf, ne? Alle Auslauf, ne? Mhm. Können alle rauslaufen. Hier sieht man ja, also hier ist immer an den Boxen sind immer hier Paddocks noch mit dran, sodass sie rein und raus können. Ne? Man kann auch die Türen zumachen, sodass sie nur oben rausgucken können oder so. Aber man kann zumachen oder aufmachen, wie man es gerne möchte, ne? Und die Paddocks sind auch großzügig. Wie groß sind die? Ja, wie groß sind? Ich weiß gar nicht, wie lang mögen die sein. 50 Meter, ne? War nicht ganz vielleicht, aber trotzdem relativ. Ganzes Ende. Ja, ne, wenn man da mal lang geht, ne? Und die Boxen sind auch schön großzügig. Ja, das ist ja alles neu gebaut, so, und da mussten die Boxen ja genau nach diesen Parametern gebaut werden, mit allem drum und dran, sonst hätte man ja gar keine Baugenehmigung bekommen. Also hier ist alles perfekt und so eine Kölner Rennbahn könnte sich eine Scheibe hiervon abschneiden, oder? Wie die Pferde da untergebracht sind. Ja, na, letzte Woche war gerade Herr Schirgen hier und der hat auch gestaunt. Was hat der Peter Schirgen hier gemacht? Warum war der da? Ja, der wollte mich mal besuchen. Der war hier zu seinen Verwandten gefahren, zum Polteramt oder zur Polterhochzeit. Und da hat er mal einen Abstecher hierher gemacht mit seiner Familie, Dennis und seiner Frau. Und das war noch seine Freundin von Dennis da noch. Ja. Den Jockey, ich kenne ihn noch nicht. Stellen Sie sich kurz mal vor. Ich bin Amateur, mein Name ist Ronny Bonk. Sind Sie der einzige Mann, der hier die Pferde von dem Volker Schleusner reiten muss, oder? Ja, der einzige. Und dann haben wir noch zwei Frauen. Die helfen dann auch noch mit. Okay, also gehen immer so Dreierlots morgens raus? Genau. Dreierlots haben wir denn, ne? Wenn die gerade da ist, die eine, die ist ja Studentin und die muss immer gucken, wie sie gerade Unterricht hat, ne? Dann kommt ihr wieder nachmittags oder vormittags. Mhm. Ansonsten sind die zwei eigentlich nur. Wie viele Rennpferde habt ihr im Stall? 25? 24 jetzt, ne? 24. Also 24 Pferde, Dreierlots, da muss man früher aufstehen und lange arbeiten, ne? Das geht, von 7 bis 4, da sind wir mit fertig. In der Reithalle gucken? Nö, wollte ich nicht rein. Ja, doch, können wir kurz mal reingucken. Hier also ein Schild an alles gedacht, Putzplatz sauber verlassen, Halle nach Nutzung abgeäppelt, bei Bedarf Karre ausgeleert und so weiter, Lichter ausgemacht, super. Ist das von dir? Ja, ist von mir. Und halten sich alle dran? Ja, wer sich nicht dran hält, wird rausgeschmissen. So, wir könnten noch 10 Leute hier mit einstellen.
weil wir sehr gutes Gelände haben. Wir liegen etwas so vom Ort ab und die Leute können sich auf Pferd setzen und sind gleich in der Natur. Also super Reitwege haben wir hier und da freuen sich noch viele drüber über dieses Gelände jetzt, was wir hier haben. Da hinten, ich weiß nicht, die Fohlen sieht man jetzt. Doch, da hinten sieht man die Fohlen. Ganz hinten bei den Kühen da. Also die werden so ungefähr von April, Mai werden die geboren, die Fohlen. Eine war etwas später, die müsste jetzt heute oder morgen noch fohlen. Sind die immer die ganze Zeit über draußen da. Und die sind auch zusammen mit den Kühen auf einer Koppel. Zusammen mit den Kühen auf einer Koppel, ja, genau. Sind die Kühe alle draußen? Die Kühe sind alle draußen, also in den Ställen haben wir gar nichts. Alle Ställe leer, wo mal früher Milchkühe drin waren, da haben wir heute Heu gelagert und Stroh gelagert. Und das ist alles leer. Also in den Ställen bei uns wird man außer eine Katze nichts finden. Die Kühe, was genau, du produzierst praktisch Kühe, also Milchbauer bist du nicht? Nein, ich bin kein Milchbauer, ich war erst Milchbauer und die Milchkühe haben wir dann schon 96 gleich verkauft. Und von da an machen wir schon ökologischen Landbau. Also wir sind schon die ganzen Jahre jetzt Ökobauer und haben diese Fleischrinder, nennt man die Tiere. Da gibt es ja mehrere Rassen von Cherokee oder Fleckvieh oder Gelbvieh. Und da haben wir uns hauptsächlich auf diese Weißen spezialisiert, also Cherokee. So, und die sind dann das ganze Jahr über draußen. Also wir haben die Mutterkühe, die kalben ab dann die Kühe. Und wenn die Kälber so ungefähr so 8-9 Monate sind, dann werden die weiterverkauft zur Weitermästung. Also du produzierst den Kuhnachwuchs, so kann man das sagen, genau. Und die Mester, die holen die Kälber dann ab. Genau. Also wir haben vielfach gar keinen Händler dazwischen, weil man im Laufe der Jahre hat man diese Mester dann kennengelernt und die kommen selber her und holen sich dann ihre Tiere hier ab. Und die Kälber dürfen bei ihren Müttern bleiben? Ja, dadurch werden die Kühe auch relativ alt. Also wir hatten neulich mal eine, wird zwar auch nicht so oft vorkommen, aber die war 36 Jahre alt, die Kuh. Und die leben etwas länger, diese Kühe, weil die Kühe leben glücklich. Die brauchen einmal im Jahr, bekommen sie einen Kalb. Und ansonsten haben die ja keinen Stress. Und dann werden die Kälber einmal abgesetzt und dann werden die Kühe noch einmal im Jahr werden die ja geblutet. Ich glaube, die auch alle gesund sind. Und ansonsten haben die Kühe keinen Stress. Die leben frei auf der Wiese da. Also eigentlich ein Traumleben für die Kühe. Ja, man kann das so sagen. Ein Traumleben für die Kühe. Die werden auch nicht umgetrieben. Die haben in diesen großen Wiesen, kommt immer darauf an, wo viele sind. In Rostock haben wir eine Koppel, die ist über 100 Hektar. Und diese anderen sind so im Schnitt immer so bei 60 Hektar ist eine Koppel. Und da haben wir 13 Herden da laufen und ja, das ist eigentlich ganz gut. So, ja, wir sind hier richtig auf dem Land. Du hast schon erzählt, es gibt hier Wölfe und deswegen ist es auch gut, dass die Kühe es gewohnt sind, draußen zu sein. Die verteidigen dann ihre Kälber auch. Ja, genau. Also das ist so, dass die ganze Herde dann sich zusammenrottet und die Wölfe dann auch angreift. Also das haben wir schon ein paar Mal erlebt, denn weil die Kälber, die stoßen dann bestimmten Laut auf und dann sind alle Kühe dabei und verteidigen die Kälber. Ne? Hier hat man höchstens mal dabei, dass so Kühe, wenn die Zwillinge kriegen oder so, gut, dann ist eins mal weg davon. Ne? Also das haben wir auch schon öfter erlebt. Ne? Aber ansonsten ging das bisher noch. Ne? Obwohl hier sehr viele Wölfe sind. Heute war gerade einer da, der hat jetzt wieder, der hatte 6 Jungen, 4 Stück leben davon noch und letztes Jahr hatte der auch 6 Junge. Da sind schon jetzt Rudel hier mit 11. Und bei den Pferden sieht es ähnlich aus bei dir. Ja, also die Pferde sind genau bei den Kühen mit drin. Die kriegen auch das Gleiche, was die Kühe kriegen. Und außer die Rennpferde, die werden hier nachher hier vorne gehalten. Da sind extra abgeteilte Wiesen und so, weil die kommen aus dem ökologischen Landbau dann raus. Die werden ja dann konventionell gehandelt und so weiter. Und die sind dann hier vorne bei uns. Die werden ja auch gefüttert und sind aber auch Sommer wie Winter draußen. Können wir da gleich mal hingucken? Ja, da können wir hingucken. Ja, also morgens um 5 Uhr geht's los dann und dann fütter ich ja schon die Pferde. Wenn die Reiter kommen, sind die Pferde schon fertig. So, dann kommt Anna nachher und dann müssen wir natürlich jeden Tag ob Sonnabend, ob Sonntag, ist ja immer wie für uns alles gleich. Dann werden die Herden abgefahren, weil ja jeden Tag, also wir haben ganzjährige Abkalbung bei den Kühen. So, dann muss man gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Kühe alle normal gekalbt haben und dann die Ohrmarken einziehen von den Kälbern da. Ja. Ohrmarken einziehen, damit man auch genau weiß, zu welcher Mutter das Kalb gehört. Ja, das ist ja ganz wichtig. Das ist ja auch vom Tierseuchenschutz her wird das ja auch gefordert, dass jedes Tier mindestens 2 Ohrmarken hat. Kriegen die Kälber alle Namen bei diesen vielen Kälbern? Also Namen gibt es da überhaupt nicht, da gibt es nur Nomen. Ah, das wäre auch ein bisschen viel bei 1000. Die Namen der Pferde, wer sucht die aus? Die sind ja manchmal ziemlich originell. Ja, die Namen suche ich alle aus da bei den Pferden. Also das ist schon, ja, das ist mein Hobby so ein bisschen, die Namen. Und du träumst auch groß. Also da gibt es dann auch mal Derby-Nennungen. Also deinen Herrn Jürgensen habe ich Spaß deshalb auch mal gewettet, aber das hat ja leider nicht geklappt. Ja, normalerweise also hatte er ja gute Abstammung und alles, aber das ist nun mal so. Jedes, also wie viele werden im Derby genannt? Das sieht man ja jedes Jahr über 100 und letztendlich sind nachher noch 16 oder
oder 18 übrig davon. Also träumen viele davon. Und der Traum, der bleibt auch bestehen. Also irgendwann willst du auch mal in Hamburg oder wo auch immer das Derby gewinnen. Ja, der Traum, wenn man keine Träume hat, dann lebt man ja nicht mehr. Also Träume sind ja wichtig im Leben. Und jeder hat ja irgendwie einen Traum und man sich den immer erfüllt. Das ist ja immer die zweite Sache dabei. Aber träumt tut man erstmal davon, ne? Gerade bei Pferden. Ich habe gerade mit einer Frau gesprochen. Die hat abgewunken. Von den Pferden sagt sie, will ich nichts wissen. Ja, also meine Frau, die ist nicht für Pferde. Ich kann das deine Frau vielleicht schon ein bisschen verstehen. Also der Mann ist den ganzen Tag schon am Arbeiten und am Wochenende zischt er ab auf die Rennbahn. Und das sind ja ziemliche Wege. Also du wohnst ja nicht gerade am Nabel der Galoppsportwelt. Ja, also bei uns ist ja doch die Fahrt immer etwas weiter. Die ersten Jahre, also da war für uns das weiteste Bad Harzburg. So, und jetzt sind wir ja Köln und Dortmund und da unten, weil wir dieses Jahr ja auch Zweijährige haben und auch diese Auktionsrennen, sodass wir jetzt schon ein bisschen weiter mal fahren. Ja, wie schafft man das zeitlich alles? Also das sind ja schon bis in den Westen, wie viele 100 Kilometer sind es? Ja, im Schnitt sind es ja immer so bei 600, 700 Kilometer. So, wenn wir nach Baden-Baden fahren, da sind es ja fast 1968 genau. Und das ist ja dann doch schon ein ganzes Ende zu fahren dabei. So, ja, dann habt ihr hier den eigenen Pferdetransporter. Ja, genau. Auch nicht gerade klein, ne? Wie viele passen da rein? Also da passen 6 Pferde rein und wenn wir mehrere mitnehmen, dann hängen wir noch einen Hänger mit 4 Pferde, also 10 Stück, können wir auf einmal mitnehmen und vorne können 6 Leute drin schlafen. Und es sind natürlich auch die Bilder von den erfolgreichsten Pferden mit drauf. Das heißt, einer fehlt ja eigentlich noch, aber hier erstmal Wutzelmann und Apollyon. Erzähl mal was von den beiden. Das waren dann erstmal die erfolgreichsten? Ja, na, die hatten wir ja damals, wo wir angefangen sind mit den Pferden. Da war natürlich noch hier Alberto Hawaii, darf man dabei nicht vergessen. Das war ja unser Erster, der die ersten Rennen für uns gewonnen hatte und so weiter. Naja, und Wutzelmann, der ist ja immer noch da. Apollyon hat sich ja leider verletzt da in Schweden. Und leider sind ja nun keine Hindernisrennen mehr in Deutschland. Ja, deshalb hast du auch mehr und mehr Flachpferde. Hindernisrennen hatten wir wirklich nur in Bad Harzburg gerade mal 3 Stück. Das war's. Aber ihr habt auch schon Listenrennen. War das euer größter Erfolg? Listenrennen über die Flachen gewonnen? Ja, schon Listenrennen gewonnen über die Flachen. Ja, das stimmt. Ja. The Tiger und dann war noch einer für deine Tochter, ne? Ja, na, da waren ja mehrere. Da war bei der Tochter noch und dann hatte ja Alberto Hawaii damals den Dresdner Preis da gewonnen. Das war ja gleich zum Anfang damals. Der hatte Liste gewonnen. Dann hatte sie Tiger Liste gewonnen. Eine hatte noch. Na, dreimal hatten wir Liste. Ja, und die hatte ja auch immer Liste gewonnen hier von Anna damals. Das war die Sommerschein. Die war ja damals in Langen Hamburg und damals auch in Schweden. Da war auch ein Listenrennen. Und da hatte die auch nochmal. Die hatte, glaube ich, 2 oder 3 Mal ein Listenrennen gewonnen, die Stute. Wann hast du angefangen mit den Rennpferden? In den eigenen Farben? Also in den eigenen Farben. Sonst angefangen sind wir ja schon 92, wo die Rennbahn aufgemacht hat hier in Doberan. Aber da waren wir immer noch bei diesen Bauernrennen, sagte man da ja zu. So, und bei den anderen sind wir ja erst 2000, wann war das, 14 oder 15? Da hatten wir mal 1 und mal 2 Pferde und dann sind wir ja richtig so. 15 kann man sagen, sind wir richtig da eingestiegen mit den Rennpferden da. Und jetzt wirklich 25 beziehungsweise jetzt 24 Pferde. Das kostet ja alles ein paar Mark 50. Das müssen die Kühe verdienen, damit das sich rechnet oder? Ja, na, die Rennpreise sind ja nun nicht mehr so aktuell, aber da wir ja noch diese Zucht hatten und so weiter, habe ich ja noch schon eine ganze Zahl Pferde davon verkauft und wir waren ja schon, wann war das, letztes Jahr unter den Top 20 Züchtern dabei. Also das war ja auch schon für uns eine Errungenschaft, weil es gibt ja nur genug Züchter in Deutschland und weil wir ja nur erst spät damit angefangen sind, war das schon ganz gut. So, und da bekommt man ja auch immer diese 30%, wenn man da von den Siegen, was die Pferde da einbringen, die man verkauft hat. So, und ja, also ich bräuchte von den Kühen kein Geld für die Pferde bisher. Also du kommst so, klar. Aber natürlich habt ihr natürlich jetzt nicht die Haltungskosten wie andere, nicht die Trainingskosten. Das macht ihr ja alles selber. Ihr müsst nur euren Jockey bezahlen und dem Mädchen ein bisschen was geben. Ja, genau. Also wir haben an Kosten haben wir, wenn man nicht so viel, also die Ställe haben wir alleine, wir haben Heu alleine, wir haben Hafer alleine und da sind wir von den Kosten sehr niedrig und auch ich brauche hier nur die Leute bezahlen. Also das geht. Also das geht morgens früh los und es ist einfach viel Arbeit hier, ne? Weil das ist mehr oder weniger Hobby. Also ich stehe um 5 Uhr auf, weil um 7 Uhr kommen die Reiter, dann habe ich die Pferde schon gefüttert so und dann geht es ja gleich weiter bei den Kühen. Also
für sonstigen Sport reicht es nicht. Dein Sport ist es, die ganzen Koppeln abzugehen. Nein, also bei mir ist jeden Morgen gehe ich hier mit dem Hund. Jetzt ist nur noch einer da, sonst der andere war schon so alt. Dann gehen wir hier 2 Kilometer, dann mache ich 20 Liegestütze und Kniebeugen. Also 7 verschiedene Sorten noch und Klimmzüge. Da habe ich dann Dings hängen da. Also das machen wir schon jeden Morgen. Wo hängen die für die Klimmzüge? Auf dem Weg? Hier auf dem Weg habe ich eine Dings hängen und da klettere ich auf den Dings und dann habe ich da für Klimmzüge, wo man sich aufhängen kann, nicht, sondern aushängen kann. Also hast du deinen eigenen Fitnessparcours? Ja, genau. Den hatten wir uns so fertig gemacht. Und da kommen die Enkelkinder, kommen da gerne mit. Wenn die Zeit haben, kommen da immer gerne mit. Und jeder freut sich. So, jetzt gehen wir zu den Koppeln, wo die Rennpferde draufstehen. Ja, also hier vorne sind die beiden Zweijährigen drauf und so ist es immer weiter. So sind in jeder Koppel hier immer zwei. In der Mitte haben sie immer ihre Futterraufen. Also die Koppeln sind jetzt, wie groß sind die? Halber Hektar? So eine? Ja, ein halber Hektar sind die immer groß. Ne? Dass sie mehr oder weniger, dass sie ihren Auslauf haben und Kontakt zu den anderen Pferden haben. So, und hier haben wir ja diese Selbsttränken, da können die immer von da und da. Also die gehen bis minus 25 Grad, also da friert auch nicht so schnell ein. Diese gelben sieht man ja hier vorne, ne? Und in der Mitte, da kommt jetzt Heu wieder rein. Deshalb habe ich eben Heu gebracht. Die werden die voll Heu und dann fressen die von da Heu und die von da Heu. Und hier vorne sind ja die Tröge und hier vorne fütter ich dann immer. Und wie ist das mit den Hengsten? Packst du da auch zwei zusammen? Ja, die Hengste sind auch zwei zusammen immer. Die sind natürlich nicht genau neben den Stuten, die stehen etwas auf der anderen Seite, aber die vertragen sich, die kennen sich ja von Fohlen auf an und das klappt ganz gut. Das ist ja oft immer so das große Problem oder da sehen viele das Problem drin. Aber sowas, wie du hier hast, platzmäßig geht das ja woanders nicht so. Ja, also diese haben ja sehr, sehr viel Platz. Das ist ja auch, wenn die Stuten daherkommen, die sind ja da oben, das ist so 60 Hektar groß, können ja dann, die laufen hier rum und kommen dann und gucken sie das ja alles nochmal an. Und die kommen dann bis da vorne zu den anderen Pferden. Also die können bis da oben hoch. Und da. Ach, das ist so eine Querkoppel da. Das ist eine Querkoppel, wo die oben die Gitter sind, laufen die durch und kommen dann ganz und gar rum zu diesen anderen Pferden hingelaufen. So können sie schon mal sehen, was ihnen später mal blüht. Ne? Und wenn die dann auf so eine Rennbahn kommen, die haben ja hier wirklich ein ganz anderes Leben, werden die dafür auch nochmal extra präpariert oder ist das kein Problem für die, weil sie so tiefenentspannt sind von Natur aus? Gar nicht. Also die werden nicht extra präpariert. Wir haben ja auch nur unsere Bahn ist hier oben ungefähr 600 Meter gerade hoch und dann wie so ein P, eine Runde sind 1000 Meter. Und da haben wir ja nur Sandbahn bei uns. Und dann ja viel, wir reiten viel im Wald dann nochmal, ne? Aber ansonsten Gras und so sehen wir auch. Viele sagen ja, oh, du musst doch mal Gras gehen oder so. Wir müssen sich daran gewöhnen, die laufen ja hier auch auf dem Gras. Und deshalb, also da trainieren wir nicht extra oder so. Und wer ist das jetzt hier? Das ist auch eine Zweijährige hier. Die ist ja jetzt schon zweimal gelaufen. Das ist Sommerwind und das ist altes Mäuschen. So, auf der einen Seite entfällt zwar das Misten, aber man muss die Pferde ja morgens erstmal einsammeln, ne? Ja, die braucht man nicht einsammeln, die braucht man nur rufen. Hast du ja eben gesehen, die kommen gleich an. Weil die kriegen dann immer ein Leckerli oder mal eine Möhre und so. Also die laufen nicht weg, die kommen hier schon an. Und also da braucht man nicht lange warten, so, oder dass sie nicht kommen. Da brauchst du sie nicht rufen, du siehst ja. Ne? Das ist nicht so schlimm. Wenn du hast gesagt, du hast angefangen mit den Bauernrennen in Bad Doberan. Ich war, habe Hausfriedensbruch begangen. Ich war gestern auf der Rennbahn in Bad Doberan. Ich bin da einfach mal hin. Ich habe gedacht, okay, wenn die Wildschweine draufkommen, dann schaffst du das auch. Ja, das ist ja vorne auf oder die Zäune sind da ja kaputt. Da kommt man ja rauf dann da auf der Rennbahn. Das ist schon erschreckend. Ist schon mehr wie erschreckend. Und ich denke auch, da tut sich nichts, weil der Herr Baltus, der wollte ja irgendwas machen, aber die Gemeinde, die wollen das wohl nicht. Oder ich weiß das auch nicht, was da los ist. Da blutet dir das Herz, oder? Das ist eigentlich deine Heimatbahn, ne? Ja, das ist eigentlich unsere Heimatbahn. Ich habe da ja auch schon etwas Geld drin versenkt. Damals war ja 2 Jahre lang mal, da hätte ich beinahe gesagt, Direktor von dem Zoo da. Aber naja, war eben so. Ne? Und jetzt fährt man eben zum Rennen und hat seine Ruhe dabei und braucht sich da nicht mehr kümmern. Ne? Also das ist vorbei für dich, dass du dich da mehr engagierst? Ja, also das ist für mich endgültig vorbei. Da, ne? Es war traurig, aber wenn da nichts kommt von außen her. Es ist zwar die älteste Rennbahn Europas und das war ja auch mal richtig gutes Geläuf. Und wenn man das jetzt so alles sieht, da hat man gar keine Lust mehr, irgendwie was zu machen. Aber ist das jetzt so? Ich habe ja auch mit dem Baltus letzte Woche gesprochen. Der klang auch sehr resigniert, nachdem er zwischenzeitlich ja doch optimistisch war. Kann man jetzt sagen, das war's mit dieser Rennbahn? Ja, das ist ja immer ein Hin und Her. Da war ja sogar vom Fernsehen wurde dann gesagt, ja okay, die haben ja zugesagt, die kriegen da 4 oder 5 Millionen und die bauen Toiletten hin und dieses. Und eine Woche später heißt es dann schon wieder, nee, das Geld wird irgendwo anders für verwendet und die Rennbahn brauchen wir nicht. Ne? Also das ist traurig, ist das. Das ist ja wie so eine Verarsche da. Und ich denke nicht, dass die Rennbahn noch eine
Das sind ja auch Leute, die wollen auf der Rennbahn bauen. Da sind ja genug. Und die Stadt braucht hier nur sagen, die würden sogar die Rennbahn in Ordnung halten und alles. Aber die wollen das eben nicht. Und so ist das eben so. Aber da gab es ja wohl einen Wandel. Denn dieser Bürgermeister Ahrens hat dem Baltus ja gesagt, mit diesem Konzept, wenn das Land da zustimmt und Geld gibt, dann können wir einen Vertrag machen. Und auf einmal ist so ein Sinneswandel da. Wie kommt's? Ja, das weiß ich auch nicht. Da stehe ich auch nicht in der Materie, was sie da abgemacht haben. Weil Hans Baltus hat zu mir gesagt, das ist alles in Ordnung. Und das wurde ja auch schon mehrmals in den Zeitungen und so geschrieben, dass er das eigentlich hat. Und dann hat er es doch wieder nicht bekommen da. Und ja, nun weiß ich auch nicht, wie weit das da ist. Gestern war noch der ehemalige da, Herr Helmut Rode war gestern noch bei mir. Und der versucht noch über den anderen da, der nebenan da die Pferdestelle gibt, der ja auch nicht mehr da. Aber ob der da noch irgendwas machen will, weiß er nur auch nicht da. Das ist alles in den Sternen da bei den Leuten. Rode war der Präsident des Vereins, der jetzt insolvent gegangen ist. Genau, genau. Rode war der, der jetzt insolvent gegangen ist. Die sind mit 60.000 Euro insolvent gegangen. Und da wollte ja immer noch hier, der alte Verein hatte ja noch, aber der wurde ja überstimmt. Aber Herr Pedersen, Herr Morgenstern und weiß ich gar nicht, wie der hieß. Na, jedenfalls waren da noch drei Mann, die wollten wieder einen neuen Verein gründen, aber die wurden ja vom alten Verein überstimmt, also hatten weniger Stimmen und dadurch ist der Verein jetzt Insolvenz und den gibt es nicht mehr. Aber dieser Verein hat ja, die letzten Rennen gab es 2019, 2 Jahre definitiv gar nichts gemacht. Das sieht man ja auf dem Geläuf. Also schon erschreckend. Ja, ja, die haben ja dann gesagt, es ist Corona und wir machen nichts und so sieht es ja auch aus. Ja, also wirklich die Hecken Meter hoch, nicht geschnitten. Alles. Die Rails liegen am Boden, sind kaputt. Das Gras auf dem Geläuf auch wirklich mehr als kniehoch. Ja, ja, da hätte man ja bloß Schafe oder was ein Schäfer mal sagen sollen. Die hätten das schön kahl gehalten. Alles, dann wären ja die wenigsten einigermaßen gepflegt, noch das ganze Geläuf. Aber da wurde ja nichts weiter unternommen und so. Naja. Also das muss man auch dem alten Verein ankreiden. Ja, na gut, wer war denn in dem Verein? Die wollen alle da irgendwie was machen und der Herr wird doch nichts gemacht. Ne? So ist es doch. Letztendlich geht es ja immer um Geld. Wer bezahlt das immer so? Wenn kein Geld da ist, wer soll es machen? Ne? Das ist es eben dabei. Das ist schon schwierig. Dann. Das ist ja Bad Doberan kein Einzelfall. Wenn man wirklich guckt, Frankfurt, genau. Bremen. Richtig. Ganz früher mal Gelsenkirchen schon. Ja, ja. Neuss, ja. Und so sieht man ja immer mehr die das Handtuch schmeißen, ne? Da, wo dann eben die Älteren sind weg und von den Jungen, da ist keiner da, der eben da so mit Leidenschaft dabei ist. So, und dann ist es eben doch schwierig, dieses Ganze zu halten. Denn es ist alles überall eine Geldfrage. Wünscht man sich da manchmal einen etwas stärkeren Verband, der sich mehr auch einsetzt? Naja, was soll der Verband da groß machen? Wir haben ja alle gedacht, 12 Millionen sind da, die 12 Millionen sind ja auch weg. Da weiß auch keiner. Keiner spricht darüber. Also. Wie sieht man das jetzt? Du bist in einer Ausnahmesituation. Du sagst, ich kann das alles relativ kostengünstig. Aber ein normaler Besitzer, wenn ich mir jetzt ein Rennpferd anschaffe, kann ich es nur zu einem Trainer geben und das kostet mich 1.500 bis 2.000 Euro im Monat. Da sieht das schon ein bisschen anders aus, wenn ich dann fast nichts mehr gewinnen kann oder nur noch so wenig gewinnen kann. Naja, da muss man sich so vor Augen halten. Also wenn ich mir jetzt sage, als Normalsterblicher, sage ich, möchte jetzt ein Rennpferd halten und ich gebe das zum normalen Trainer noch nicht mal zum Starttrainer, wo es noch etwas über 1.500 kostet, so dann kann man sich durchrechnen, bin ich im Jahr ungefähr 20.000 Euro los. So, und welches Pferd läuft 20.000 Euro ein? Ja, die wenigsten. Man muss es dann als teures Hobby sehen, aber anscheinend begeistern sich nicht mehr so viele Leute für dieses teure Hobby-Galopprennsport. Ja, na, jetzt kommen ja immer noch mal wieder ein paar dazu, so wie Lars Hase oder so. Der hatte ja sein erstes Pferd damals von mir gekauft. So, und jetzt hat er mittlerweile ja schon auch 22 Pferde da. Also das ist schon, ja, das sind Leute, die eben Geld haben und die können sich das eben leisten, die Pferde. Du bist aber ein bisschen anderer Typ. Also du bist einer, der das, ich will nicht sagen, hemdsärmlich macht. Aber du bist gerade heraus und du bist einer, der ja wirklich an den Pferden auch richtig dran ist. Sonst würde es dir, glaube ich, nicht keinen Spaß machen. Du würdest kein Pferd weggeben und trainieren lassen, oder? Also dann wäre ich nicht mehr beim Rennsport da, weil man hat ja keinen persönlichen Kontakt dazu. Und so, wenn ich die jeden Tag fütter und so, dann weiß ich genau, was hat jedes Pferd. Und das ist ja gerade das Schöne daran. Wenn sie gewinnen, freut man sich natürlich umso mehr. Aber wenn man die selber gezüchtet hat,
und die jeden Tag sieht und wie sie gedeihen und ob sich wohlfühlen und so, wie sie trainiert werden. Also da ist die Freude doch ganz anders, als wenn ich sage, ich habe mir ein Pferd gekauft, stelle das irgendwo hin und sehe es dann irgendwo auf dem Rennen und naja, habe aber keinen persönlichen Kontakt dazu. Ja, das heißt, diese ganzen Kosten, Tierarztkosten, okay, die hast du auch, aber diese Transportkosten, das machst du ja auch selber. Naja, Tierarztkosten fallen bei uns auch nicht so an, weil die Pferde immer draußen sind. Wenn ich da sehe in den Ställen, die haben Kolik oder dieses oder jenes. So, und bei uns werden die Pferde eben nur zum Impfen kommt der Tierarzt mal. Ansonsten wüsste ich noch nicht, dass wir jemals einen Tierarzt hier hatten. Und die Pferde dürfen bei dir auch alt werden. Also die laufen nicht nur bis sie 3 oder 4 sind, sondern auch länger. Ja, die Pferde laufen auch länger. So wie hier Wurzelmann, der ist ja auch schon 11 und so weiter. Und hier Tiger, die sind ja alle schon älter dann nachher. Und auch so wie Alberto Hawaii, der hat uns immer gut gedient. So, der läuft auf einer riesen Koppel da und die bleiben dann oder werden als Reitpferde bei guten Leuten, weil wir hier eine große Reitdingsbums haben, Halle so da, die nehmen die auch noch gerne dann die Pferde. Also eigentlich so paradiesische Zustände, aber das geht eben auch, sagen wir, in so einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen besser als hier in Nordrhein-Westfalen. Also da gibt es diese Größenordnung einfach nicht. Das ist wohl wahr, denn weil wie soll man das da sonst machen? Weil da ist ja auch alles teuer. Das ist ja genau, wenn ich da ein Pferd in Pension habe oder ich habe hier ein Pferd in Pension, also auf dem Reithof, dann ist es hier auch schon wesentlich billiger, als wenn ich da unten so oder Berliner Ecke, wenn ich da höre, was die für Preise da haben, da in den Reitstellen da, das ist schon wesentlich teurer alles. Wie ist das Verhältnis mit deiner Tochter? Musste die da mitmachen oder hat sie es freiwillig gemacht? Oder? Naja, die Tochter, also da waren ja 3 Töchter und Anna war die Älteste und die war schon immer von Kind auf an begeistert. Also die war ja auch mal leidenschaftliche Reiterin, aber da haben wir diese Strandrennen und diese ganzen anderen Rennen und da war sie mal dumm gefallen vom Pferd und hatte Beckenbruch und seitdem ist sie nicht mehr so engagiert beim Reiten. Ne? Aber sie hat eben doch das Auge für die Pferde, weil sie immer mit mir zusammen ist und wir sind ja von morgens an und immer zusammen, aber auch bei den Kühen oder bei den Pferden. Und sie war ja immer hier und sie hat ja auch Landwirtschaft. Da hat sie ja auch studiert alles. Die hat ja ihren Diplom Agraringenieur damals noch gemacht. Heute heißt es ja Bachelor. So, und dass sie immer in der Landwirtschaft tätig war. Also da, und die luchst mir auch immer die besseren Pferde ab. Wie ist das mit dem Training? Also du bist dann der Co-Trainer oder wie ist das? Wir beide. Wenn sie nicht da ist, dann fahre ich mit hoch oder sag hier, wir gucken uns die Pferde an. Dann sag ich morgen zu der Anna, sag ich, guck dir das Pferd mal an, muss er mehr oder weniger noch haben. Oder man sieht es ja auch, wenn man, und das ist ja eben das Schöne, wenn die hier frei laufen, dann wie die angaloppiert kommen oder ob sie angeschlichen kommen, dann sagt man, mein Gott, die haben ein bisschen übertrieben im Training oder so. Und wenn die dann morgens so zum Pressen und kommen hier angaloppiert, dann sind frisch. Also das ist schon dann ein bisschen was anderes. Also du siehst das auch, ob es deinen Pferden gut geht, je nachdem. Ja, das sieht man morgens gleich, ob die irgendwas haben oder so. Ne? Das ist, wenn die schon ankommen, ob der eine trainiert oder dies oder das, dann das sieht man dann eben. Ne? Weil die eben frei hier laufen, dann sieht man weniger trainiert werden oder mehr oder so. Und das ist schon. Und die anderen Töchter? Das ist ja, die Frau macht auch keine Landwirtschaft und die anderen Töchter mögen das auch nicht so. Aber Anna, das ist ja auch so in der Wiege gelegt worden und die ist sehr, sehr dafür und auch macht da alles mit und übernimmt jetzt auch den Betrieb. Und da von Anna, der Junge, macht das nachher weiter. Der ist jetzt 13, ist Willi, der fährt jede Maschine schon bei uns. Ne? Also das ist schon ganz gut. Das ist gesichert. Wie viele Generationen hat deine Familie hier vorher schon gemacht? Ja, mein Opa, mein Vater, die waren ja alle damals drin. Bloß damals war ja die Wende, wo ja alles hier Kolchose war. Da waren die auch nur Arbeiter. Da durften sie ja nichts privat haben. Aber jetzt gleich nach der Wende, da habe ich ja den Zettel gefunden, was sie uns damals an Kühen weggenommen hatten. Und die habe ich mir ja gleich wieder geholt, da nach der Wende von der LPG. Das war schon nicht schlecht. Bist du auch hier so der Größte in der Gegend oder ist das normal in dieser Größenordnung? Ja, na, der Größte bin ich hier auch nicht in der Gegend, aber auch nicht der Kleinste. Da gibt es schon welche, die da noch mehr haben und gibt auch wenige, die etwas weniger haben. Aber ich sage mir immer, zu viel, ja, ne, dann muss man viele Leute haben. Und wir sind eben, wie es so früher so war, so ein Familienbetrieb. Und das ist schon schön. Da hat man nicht viel mit fremden Leuten zu tun. Im Winter bin bloß Anna und ich alleine und im Sommer, dann haben wir praktisch Annas Mann und dann noch einen Angestellten. Und damit versorgt ihr diese ganzen Tiere? Genau, damit versorgen wir die ganzen Tiere, machen Futter damit. Und die Tiere, die machen Anna und ich ja im Grunde fast nur alleine da mit denen nachgucken. Weil die sind ja auf den Koppeln, also die Koppeln bauen alles, die Zäune und die Ohrmarken und so weiter. Und die Tiere absortieren, also die müssen ja auch öfter durchsortiert werden, wenn man die absetzt, die Kälber oder so. Und das macht Anna und ich fast nur alleine. Ja. Wie viele Pferde sind es dann insgesamt? Also Rennpferde haben wir gesagt, die 25 und Nachwuchs ja auch ein bisschen auf den Koppeln. Ne? Ja, da sind ja noch 2-Jährige und jetzt Fohlen noch und so. Ja, da kommen schon ein paar Stück zusammen. So genau, da gucke ich
ich gar nicht hin. Nur Friede fragen wir, wie viel hast du denn? Ich weiß gar nicht, da laufen welche, da laufen welche. Ja, das ist mir auch egal. Was gefällt dir besonders an diesen Galopprennpferden im Vergleich zu den Reitpferden? Galopprennpferde sind eben doch ein bisschen höher gezüchtet. Das ist genau, als wenn ich einen Trabi fahre. Das ist ja eben für mich der Porsche. Ich habe ja auch viel geritten. Ich habe meist Vollblüter geritten. Und da merkt man erst, die doch ganz anders sind vom Reiten her und auch so von dem ganzen Wesen her. Ist ein Vollblüter für mich eben doch das Nonplusultra. Weil die, also wenn man den zum Freund hat, also was Besseres gibt es gar nicht dabei. Überhaupt bei den Pferden so, ne? Also für mich. Also du hast einen Vergleich gemacht, das sind die 911er gegen einen Trabi. Genau so ist es. Ne? Ja. Du bist selber geritten, was genau, also aber auch nur freizeitmäßig. Du bist ja. und so Bauernrennen bist du auch mal mitgeritten? Ja, wir sind Strandrennen und so sind wir mitgeritten. Aber damals hatte man ja auch noch nicht so viel Technik. Da war man, wog man die Hälfte wie jetzt. Jetzt bin ich so immer bei 100 Kilo. Damals hatte ich immer so bei 70 Kilo. So, und da bin ich ja viel mitgeritten. Hauptsächlich diese im Herbst immer diese ganzen Fuchsjachten in der Hundemeute, hier in der Mecklenburger Hundemeute mitgeritten. Ich hatte ein Pferd, das hatten wir uns damals in den 90er geholt. Das war ein Budjoni-Pferd und das bis 27 Jahre bin ich dieses Pferd geritten. Also das Pferd war 27, da bin ich immer noch geritten nachher. Das war schon lange. Und dann nachher habe ich gesagt, bis dahin da. Und dann nachher bin ich einfach nicht mehr aufgestiegen auf dem Pferd. Habe gesagt. Ist aber nie Großes passiert. Also ich bin schon öfter runtergefallen, aber nie irgendwie groß was gebrochen oder so. Und dann habe ich gesagt, das soll auch dabei bleiben. Dadurch bin ich dann nicht mehr aufs Pferd gestiegen. Wenn du jetzt diese ganzen Aktionen aus Köln siehst, auch was sie jetzt versucht haben mit der Umbenennung Deutscher Galopp und mit Social Media, interessiert dich das überhaupt oder macht ihr und ich mache hier mein Ding? Ja, also da habe ich noch nie nachgeguckt und würde mich auch gar nicht interessieren. Hauptsache man fährt zu den Rennen und sieht seine Kumpels alle und ja, feiert schön, so wie zum Beispiel Bad Harzburg immer sehr schön oder Berlin-Hoppegarten und so weiter. Also das ist schon schön. Oder Schweden ist natürlich auch immer sehr schön, wenn wir da hinkommen. Da hatten wir auch genannt, da in Schweden, aber da war ja damals, hätte man 14 Tage in Quarantäne müssen und dadurch sind wir ja dann nicht hingefahren mehr nach Schweden. Das geht ja für dich gar nicht. Also 14 Tage ohne Volker Schleusner geht der Laden hier nicht. Nee, dann ist Chaos. Ich war ja auch schon mal drauf und dran, wollte damals schon mal den Schein machen, war schon mal in Köln, da war ich 4 oder 5 Tage weg und dann war total Chaos hier, weil da war Anna noch klein und da bin ich dann auch gleich wieder zurückgefahren und musste ich dann gleich nach die Kühe gucken und so. Das ist schon nicht einfach. Denn. Deswegen hat Anna den Trainerschein und nicht du. Genau, deshalb habe ich nachher Anna gesagt, ich sage, Anna, ich kaufe dir ein schönes Pferd, dafür machst du einen Trainerschein. Dann hatte ich eher den Sommerschein gekauft und da hat sich auch sehr viel Erfolg mit gehabt und die steht jetzt ja in Kentucky, die wurde auch gut verkauft. Die hat das Listenrennen gewonnen, ne? Die hat mehrere Listenrennen gewonnen und die steht ja nur in Kentucky, hat auch schon 2 Fohlen und da haben wir immer noch sehr viel Kontakt zu dieser Frau da, die dieses Pferd gekauft hat. Da. Eigentlich wollten wir da schon mal hin, aber dann kam auch Corona, das war schon alles gebucht und naja, vielleicht irgendwann mal. Sonst ist natürlich hier in Mecklenburg-Vorpommern vollblutmäßig nicht viel los. Nee. Sonst ist hier gar nichts mit Vollblut hier los. Es ist hier sind mal ja gut, ja, gar nichts wüsste ich. War früher nur Doberan mal einmal im Jahr, aber ansonsten ist hier in Mecklenburg. Hier ist ein einziger noch Meier, der hat auch noch 2, 3 Vollblüter, wüsste ich. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, wer hier Vollblüter so groß noch hat. Wenn man so weiter guckt, in Hamburg sieht es ja auch nicht so richtig dolle aus, auch mit der Rennbahn, oder? Ja, da in Hamburg ist ja auch nicht mehr allzu viel da los. Ne? Dann sonst ist ja auch eine große Rennbahn und da trainiert ja auch keiner. Das ist ja auch weiter nichts los. So in Bremen, da haben sie ja noch ihre Trainingsbahn, aber ansonsten die Rennbahn ist ja auch Totentanz da. Woran liegt's? Sind nicht eigentlich hier im Norden gute Bedingungen für Pferde, um groß zu werden? Ja, eigentlich sind hier sehr gute Bedingungen, muss ich sagen, weil wir haben ja diese salzhaltige Luft hier oben, weil unsere Pferde, wir haben ja mehrere Standorte, die können bis nach Warnemünde, die können ja bis zum Strand hingucken und dadurch machen wir unser Heu ja auch da vorne und dadurch brauchen wir auch kein Salz. Wir haben schon öfter Salzlecksteine hingehauen, gehen die Pferde gar nicht ran. Auch man sagt ja, Menschen, die kaum Luft oder atmen können oder was haben, die sollen hier oben hochkommen, wegen der Bronchitis und so weiter. So, und dadurch, denke ich, haben die Pferde auch mehr Luft wie andere Pferde. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Also ihr habt die älteste Rennbahn, aber ihr habt so die Tradition der Vollblutzucht hier nicht so richtig.
Nö, weil das war ja damals schon gleich nach 45, da war hier ja alles nicht. So die anderen Rennbahnen in der ehemaligen DDR haben sie ja überall weitergemacht, ob Berlin, Halle oder Leipzig. So und diese Rennbahn, da standen ja auch Gebäude, alles wurde alles abgerissen. Da hat sich ja keiner gekümmert damals nach 45 dann da. Ne? Also das war schon schade. Und 2021 sieht es wieder fast ähnlich aus. Keine Gebäude mehr da, aber so richtig kümmern will sich auch keiner mehr. Ne? Ja. Außer der Heinz Baltus, der auf verlorene Posten steht. Ja, ja. Also da sieht man, dass einer will und trotzdem werden ihm Steine im Weg gelegt. Ist eigentlich schade sowas. Ne? Und ja, traurig, sage ich nur. Was würdest du dir jetzt noch wünschen, wenn du träumen könntest für den deutschen Galopprennsport? Nicht nur für dich persönlich, sondern fürs große Ganze. Ja, fürs große Ganze, da würde ich sagen, dass hoffentlich, dass es wieder normal weitergeht, dass wieder normale Preise sind, weil das ist ja gerade für auch Leute, die nicht ganz so viel Geld haben oder so, dass sich auch jeder wieder ein Pferd leisten kann, wenn diese normalen Preise sind. Und das ist jetzt ja nachher praktisch nur noch für, man sagt man immer so schön, für reich und schön nachher noch, aber das ist eigentlich traurig, denn bei diesen Preisen, ich denke nicht, dass sich viele die Pferde noch leisten können. Ne? Genau. Siehst du, jetzt haben wir alles. Die Wetttipps im RaceBets Podcast. Wir kommen zu unseren Wetttipps in ungewohnt kleiner Runde, weil die Verbindung zu David Connolly Smith noch nicht zustande gekommen ist und ich mich auch in der Mecklenburg-Vorpommerschen Pampa befinde, weshalb die Internetverbindung nicht ganz so toll ist. Aber ich begrüße in München Ronald Köhler. Hallo Ronald. Hallo, grüß Gott. Und in Querschied Christian Jungfleisch. Hallo Christian. Hallo zusammen. Ja, Christian, die Saskia Wudell, die hat uns doch ganz schön eingeheizt, sag ich mal. Zwei Siege hatte sie, aber du warst ein bisschen besser, mit Glück. Ja, ich habe aber mal nachgerechnet. Ich glaube, auch wenn Mala nicht gewonnen hätte, hätte es knapp gereicht durch die Platzierungen. Aber trotzdem, es war ein enger Kampf und sie hat ja uns wirklich wochenlang geärgert, muss man wirklich so sagen. Ja, sie war ein bisschen enttäuscht und sagte, das ist ja eigentlich, hat er ja nur zwei Sieger, weil das eine war ja nicht Starter, aber da war ja die Regel, dass dann der Favorit genommen wird, den hattet ihr ja gleich. Also das sind ja die Regeln gewesen. Auch ohne den zweiten Sieger hätte es gereicht. Mala war ja eine recht hohe Quote. Nero do Avolo hatten wir beide gleich und die anderen Tipps von mir waren ja alle platziert. Ihr einer Tipp, Navarro, war ja unplatziert. Also braucht sie sich nicht zu sehr zu ärgern. Aber trotzdem, sie hat vier Runden geschafft. Alle Achtung, also das war wirklich großes Kino. Jetzt haben wir einen neuen Herausforderer und ich weiß gar nicht, wie es kommt. Es sind immer Iffezheimer, die zugelost werden. Und der heißt diesmal Sven Jakob. Er stellt sich kurz mal vor. Hallo, mein Name ist Sven Jakob. Ich bin 37 Jahre alt und komme aus Iffezheim. Ich gehe seit ca. 30 Jahren auf deutsche Rennbahnen. Dazu gekommen bin ich durch meinen Vater, der mich schon als kleines Kind mit auf die Rennbahn genommen hat. Jetzt gucken wir mal, wie er sich schlägt. Für ihn ist es die erste Runde. Es geht um 100 Euro, ein 100-Euro-Wettgutschein. Und wir müssen mal wieder ein bisschen Geld sammeln für unseren guten Zweck. Also ob David noch dazukommt, das werden wir sehen. Irgendwann war dann auch David mit dabei. Wie schon erwähnt, Halle musste ausfallen. Weiter ging es dann in Hannover. Dann kommen wir jetzt nach Hannover. Da habt ihr zwei Rennen ausgesucht und natürlich ist mit dabei das Auktionsrennen. Wer möchte denn damit beginnen? Also ich muss leider sagen, dass ich dieses Rennen nicht so gern möge, weil diese riesige Gewichtsspanne, 8 Kilo zwischen das Höchstgewicht und das Mindestgewicht. Da ist alles möglich. Juanito ist das Pferd, das mir gleich ins Auge springt, aber der ist leider einer der Pferde mit 60 Kilo. Also ich würde vorläufig mit Juanito gehen, aber wenn einer einen besseren Vorschlag hat, bin ich wahrscheinlich auch einverstanden. Na, vielleicht hat der Christian jemand rausgetaucht, weil ich erinnere daran, im Vorjahr hat dieses Rennen Iringa gewonnen zur Quote von 20,0. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, hatten wir die sogar in unserem Podcast angesagt. Ja, das stimmt sogar, ja. Das ist richtig. Dieses Maisee ist nicht so ganz das Überraschungspferd wie die Iringa im letzten Jahr. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Aussprache von der Nummer 10. Das kann ja vielleicht mal jemand übernehmen. Der Eroberer von Wöhler, wie spricht man das auf Englisch aus? The Conqueror. Genau. Der sticht mir so ein bisschen ins Auge, weil er halt nur 54 Kilo trägt. Aber seine letzte Form im Handicap war nicht so toll. Aber da war man auch beim Wöhler auf der Homepage sehr enttäuscht, kann ich mich erinnern.
Also das könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe mir nochmal das Rennen angeschaut, wo Juanito gewonnen hat. Ich meine, es ist kein toller Tipp, aber habt ihr das Rennen noch im Auge so ein bisschen? New Wizard hatte ein ganz, ganz schlechtes Rennen. Und er ist wenigstens beständig. Er gewinnt, hat zwar die letzten Rennen nie gewonnen, er war aber Vierter, Fünfter, Zweiter, Erster. Er läuft immer beständig und ich kann mir vorstellen, dass diese 150 Meter mehr ihm auch entgegenkommen, weil der hat wirklich ein ganz blödes Rennen und macht am Schluss noch viel Boden gut da innen. Der hängt so blöd innen drin. Aber wie der David schon sagt, in diesen Rennen ist immer ein bisschen schwierig. Also für die Überraschung, das Pferd vom Wöhler, aber so mein Mumm ist eigentlich New Wizard, auch wenn die Quote für ihn nicht besonders hoch ist. Das Rennen kann man ja auch schon auf dem RaceBets Langzeitmarkt sehen. Und da ist New Wizard zusammen mit Juanito im Moment der Favorit. 3,5:1 die Quote. Während The Conqueror hat natürlich eine interessante Quote, also 12:1. Das würde sich wetttechnisch natürlich lohnen. Ronald, was sagst du denn? Ja, also ich fand die Leistung von Juanito schon sehr gut. Er hat wieder an seine Klasse angeknüpft das letzte Mal. Wer jetzt da vor wem ist, Juanito oder New Wizard, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich habe mir wirklich auch noch andere Pferde angeschaut. Da ist zum einen die Nummer 1 Augustinus aus dem Grevestall mit anderer Starke, natürlich auch hohes Gewicht, 60 Kilo. Aber die Leistung in einem französischen Quintet-Handicap mit hohem Gewicht, wo er ins Mittelfeld kam mit Theo Bachelot von zweiter Stelle außen ohne Führpferd, war vielleicht sogar ein bisschen besser, als die Platzierung aussagt. Und ich weiß nicht, aber so eine Quintet ist vermutlich genauso viel wert wie so ein Auktionsrennen hierzulande. Also ich halte den Augustinus schon für gefährlich. Dann darf man auch meines Erachtens nicht unterschätzen die zweite Farbe aus dem Grevestall, Night Ocean. Der hatte nämlich in Düsseldorf auch ein schlechtes Rennen nach seinem Sieg im Hamburger Auktionsrennen. Da war er da innen, konnte sich erst spät entfalten, als er Sechster wurde. Und wenn wir anknüpfen wollen an Iringa, dann hätte ich die Nummer 6 Palau vorgeschlagen aus dem Stall von Stefan Richter. Der geht gerne auch auf so Auktionsrennen los. Und dieses Pferd packte zuletzt als Zweiter in der Quality Time im Harzburger Auktionsrennen riesig an und wäre mir persönlich für den Langzeitkurs bei RaceBets mit 25,0 und 5,8 eine Siegplatzwette wert. Aber gut, wenn es nicht um Quoten geht, dann kann man wahrscheinlich dieses Pferd jetzt schlecht hier für die Battle empfehlen. Und man weiß nicht, was das Harzburger Auktionsrennen wert ist, aber das war schon ganz gut, wie dieser Palau da ankam. Oh Mann, also das wird schwer, da jetzt eine Siegwette rauszuziehen. Juanito ist natürlich die naheliegende, ein bisschen langweilig. New Wizard habe ich gehört, aber dann alles Mögliche. Also ich habe fast jedes Pferd gehört, habe ich den Eindruck. Für wen wollen wir uns entscheiden? Also einer muss das jetzt entscheiden. Wer soll das tun? Christian hatte letztes Jahr Iringa. Christian, du hast den Aufschlag. Das war eine hohe Bürde jetzt. Ja. Dann bleibe ich bei New Wizard, weil die Quoten nicht zählen. Okay, also ihr nehmt New Wizard und was soll ich euch sagen? Sven Jakob hat denselben Tipp. Das Auktionsrennen in Hannover gewinnt für mich New Wizard. Nach zuletzt zwei katastrophalen Rennverläufen sollte es bei reellem Rennverlauf zum Sieg reichen. Ich werde mal sehen, ob das gut oder schlecht ist. Okay, also New Wizard habt ja beide genommen, das RaceBets Podcast Team in der Battle. Wer wird der RaceBets Podcast Champion? Aber auch Sven Jakob hat sich für dieses Pferd entschieden. Kommen wir zum Ausgleich da über 1750 Meter. Na, da mache ich es mal schnell. Ich stelle zwei Pferde zur Wahl. Die Nummer 4 Atze, ein Dreijähriger, von dem man immer eigentlich ein bisschen mehr Meinung hatte. So ganz bestätigt hat er sie noch nicht. Allerdings waren sowohl das Superhandicap in Harzburg als auch das Auktionsrennen zuvor wahrscheinlich doch schwerere Aufgaben. Distanz könnte passen. Und die Nummer 6 Woodking, der einst als Brümmerhofer Derby-Hoffnung galt, musste 2 Jahre aussetzen, hat nun wieder Anschluss gefunden. War in Hannover guter Zweiter zu Nordinski, danach in Hoppegarten, allerdings chancenlos. David. Woodking, weiß ich noch, das war damals ein Pferd mit einer sehr guten Reputation. Die haben viel gemein und diese Marke natürlich muss er eigentlich können. Also ich bin bei Woodking einverstanden. Christian, was sagst du dazu?
Gut, dann machen wir es kurz, weil ich meine, Pferde sind das nicht, aber es sind ja schon zwei Stimmen für Wood King eingegangen. Zuletzt hatten wir Free Lips genommen und wir hatten uns in München sehr enttäuscht, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Aber der Jockey, den finde ich sehr gut, der bei Free Lips im Sattel sitzt, Gavin Ashton oder wie das ausgesprochen wird, der kommt ab und zu mal rübergeflogen aus England und hat 3 Kilo Erlaubnis, also den finde ich ganz interessant, aber wir gehen jetzt mit den Münchner Freunden und nehmen Wood King. Die letzte Form kann ja eigentlich nicht stimmen, muss man ehrlich sein. Und er hat sicherlich noch einen Sieg im Tank. Ja, das wird eine langweilige Runde, befürchte ich. Denn Sven Jakob geht da auch wieder mit. Im 6. Rennen in Hannover heißt der Sieger für mich Wood King. Dieser sollte doch das schwächere Laufen aus Hoppegarten auf seine Heimatbahn wieder richtigstellen und hier das Rennen gewinnen. Das Dumme ist, dass er ja beim Unentschieden gewinnt. Jetzt müssen wir mal irgendwie einen Sieger rausziehen. Und das in Mülheim. Da gibt es natürlich ein interessantes und relativ hochdotiertes Rennen für die zweijährigen Stuten, den RaceBets Young Ladies Cup. Wer fängt an? Also ich habe mir das Rennen angeschaut. Ich meine, nach Formen muss man hier nicht lange schauen. Da gibt es nämlich nur bei einem Pferd eine Form. Nur Grand Cru ist bisher gelaufen, war dabei chancenlos Fünfte mit Erlaubnisreiter, damals auch schon unterwegs. Also habe ich mir die Nennungen und die Abstammungen angeschaut und da möchte ich einfach nur zwei Pferde in die Entscheidung werfen. Das ist die Nummer 1, Almantra, die hat eine Nennung für die Winterkönigin. Man hat Hoffnung für das Pferd. Peter Schirgen, Sibylle Vogt, alles in Form. Die finde ich sehr interessant. Und dann die Nummer 7, Rondina aus dem Quartier von Hicks. Das ist eine Schwester von Rock My Love. Rock My Love war ja bei 3 Siegen als Zweijährige ungeschlagen, war auch Winterkönigin. Und Rondina hat auch eine Nennung für die Winterkönigin. Das sind so ein bisschen jetzt meine zwei Pferde, die mir ins Auge gestochen sind aufgrund der Nennungen und der Abstammung. Aber ist natürlich auch ein bisschen Rätselraten. David. Und ich habe auch hier keine starke Meinung, aber natürlich interessant ist die Studie von Peter Schirgen. Der hat seine zweijährige Pferde gut in Form. Sein Schalljockey reitet in Hannover, die Sibylle reitet als zweiter Mann, also zweiter Jockey bei ihm. Und ich denke, die wird es vielleicht schaffen. Also große Mumm habe ich nicht, aber das wäre vorläufig mein Mumm. Ronald, dann bist du derjenige, der das jetzt richten muss. Ja, das zweite Pferd, was ich noch in die Diskussion geworfen hätte, wäre die Nummer 6 Naira aus dem Stall von Chippy Cavallo gewesen. Die Mutter war Gruppe platziert, konnte 87 Kilo GAG, eine sehr frühreife Mutterlinie, jetzt eine Protektionist-Tochter, diese Naira. Man hat eine gute Meinung. Aber nachdem jetzt die Almandra zweimal genannt wurde, mit der kann ich mich genauso gut anfreunden, Tochter des französischen Derby-Siegers Almansor, hat so ungefähr 100.000 Euro bei Tattersalz gekostet. Also da wird man sicher gleich eine gute Vorstellung erwarten können. Nehmen wir doch die Nummer 1 Almandra, mit der Gefahr allerdings, dass unser Konkurrent die auch wieder genommen hat, oder? Nein, diesmal hat er sich für ein anderes Pferd entschieden. Das zweijährige Rennen in Mülheim, etwas spekulativ, aber für mich gewinnt die Nummer 2, Enjoy the Dream. Okay, dann haben wir noch ein Rennen auf der Karte und das ist jetzt das höchst dotierte Rennen. Das ist der Ausgleich 2 über 1200 Meter in Mülheim. Ich glaube, dass der Sieg in diesem Rennen in Mülheim bleibt und ins Quartier von Marcel Weiß geht. Ich weiß nur nicht, ob ich die Nummer 5, Randy Fleur, bevorzuge. Sieg über 1200 Meter in Hamburg, seither Pause. Oder die Nummer 6, Clever Candy, ein England-Import, die sich gleich mit einem zweiten Platz über 1500 Meter gut eingeführt hat. Die 1200 könnten nach den England-Formen sogar noch ein bisschen besser passen. Und das dritte Pferd, was mir noch aufgefallen ist, ist die 2 Arabino, der zuletzt immer in Frankreich gelaufen ist, im Mai gewonnen hat, in Canté-Handicaps gar nicht so schlecht gelaufen ist, nur auf Polytrack nicht so gut zurechtkam. Da ist nur die Frage, sind 1200 Meter nicht ein bisschen kurz? Christian, dann jetzt du und David entscheidet. Ja. Also das ist ein sehr, sehr offenes Rennen und auch ein sehr schönes Rennen, finde ich, mit vielen Pferden, die chancenreich sind. Ich denke auch, dass das Rennen in Mülheim bleibt, aber ich habe eine klare Meinung zur Nummer 6, Clever Candy, muss ich sagen, weil ich fand, die Stute ist nach ihrer langen Pause beim ersten Start sehr, sehr gut gelaufen. Und Ronald hat es schon erwähnt, nach England-Form ist die kürzere Distanz sicher besser. Es wird zwar jetzt ein bisschen Erlaubnis verschenken im Vergleich zum letzten Mal, aber trotzdem denke ich, vielleicht hat man auch dieses Rennen im Auge gehabt, so ein bisschen könnte ich mir vorstellen. Ich meine, 10.000 Euro für den Sieger ist ein Haufen Geld. Daher bin ich auf der Seite mit Clever Candy, aber
aber Cyrus Lou ist auch nicht ungefährlich. Die Form in Hamburg kann nicht stimmen, wo er da letzter war. Danach in Ostende war viel zu weit. 1200 können ein bisschen kurz sein. Und da möchte ich noch ganz kurz erwähnen, Cody Beach. Rein rechnerisch ist die Form, wo er da in Listenrennen gelaufen ist, wäre ja hier unschlagbar. Dafür gab es auch 3 Kilo Aufgewicht. Aber man darf da nicht so viel rechnen bei den Sprintern. Also meine Mumm ist ganz klar die Stute Clever Candy. Ja, habe ich ja jetzt zweimal schon gehört. Also so viel Wahl hast du dann doch wieder nicht, David. Gut, die anderen beiden haben sich schon für Clever Candy entschieden und ich glaube, das ist eine gute Wahl. Dann schließe ich mich sofort mit an. Okay, dann entscheiden ihr euch alle für Clever Candy und der Sven Jakob, der nimmt ein Pferd, was Christian ganz zum Schluss nochmal erwähnt hat. Den Ausgleich 2 in Mülheim gewinnt für mich Sirius Lou. Es scheint für mich, dass der Wallach gezielt auf dieses Rennen vorbereitet wurde. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen und wünsche natürlich dem RaceBets Podcast-Team Hals und Bein für die Rennen am Wochenende. Okay, also zweimal habt ihr euch gleich entschieden mit eurem Herausforderer Sven Jakob und 3 Tipps sind anders. Ich bin gespannt, was das an diesem Wochenende wird. Ich hoffe, ihr sammelt mal ein bisschen für den sozialen Zweck. Wir sind gespannt. Wir können ja jetzt 3 Tage hintereinander Rennen gucken und ja, hoffen wir auf schöne Rennen, auf gutes Wetter und ein paar Zuschauer dürfen ja auch dabei sein. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut. Ja. Ciao, ciao. Ja, Hals und Bein. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.